So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Late Night am Lausitzring. Erstmal vorab vielen Dank an den Veranstalter Steve und Manu, dass ihr dieses Event trotz Corona möglich macht. Es ist beschränkt auf nur 1000 Leute und das heißt relativ wenig Einnahmen für so einen Veranstalter, aber trotzdem habt ihr dieses Event gemacht. Ich finde es cool, wir feiern es, wir sind froh, dass wir was machen können, dass wir fahren können und genau das werden wir auch heute tun. So, was seht ihr heute im Video? Das kann ich euch ehrlich gesagt noch nicht so versprechen. Eine Sache kann ich vorab sagen, das wird die Kamera nicht so gut rüberbringen, beziehungsweise das Mikrofon, die Akustik. Hier, wenn hier die Viertelmeile-Autos gleich fahren, Maxi hat es ja bisher noch nicht gehört, ist wirklich krass. Das gibt es wirklich in Deutschland eigentlich nur hier Hockenheim so ein bisschen, aber das ist wirklich hier mit den Banden und den Tribünen ist wirklich krass. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Vorstadtbereich und ins Fahrerlager und gucken mal, was da so los ist. Yeah.
brauche ein Bier. Ja, das war Maxis cinematischer Zusammenschnitt von der Late Night. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, schon. Noch kurz Zusammenfassung. Event war wirklich wieder mega. Mehr geht nicht. Nochmal, obwohl ich schon gesagt habe, vielen Dank an den Veranstalter. Pflichttermin für nächstes Jahr auf jeden Fall im Kalender eintragen. Wir hatten uns dieses Video eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Leider sind so viele Leute in den Vorstartbereich gelaufen, dass am Ende die Security gesagt hat, nee, der Vorstartbereich ist dicht. Wir wollten jetzt unseren YouTube-Bonus nicht ausspielen und haben uns auch vorbildlich dran gehalten. Das heißt, wir konnten am Ende leider nicht mehr in den Vorstartbereich zum Film. Aber ich denke, hoffe, es ist trotzdem ein ganz cooles Video geworden. Ja, ich finde schon. Das Beste draus gemacht. Beste draus gemacht, genau. Nicht ganz so lang, aber dafür mal ein bisschen Entspannung bei über 30 Grad. Dazu kommt, wir hatten relativ viel einfach zu tun mit Marios Golf, wo wir am Abstimmen waren, mit Expo auf der Strecke fahren, ist ja auch alles immer ein bisschen anstrengend und so weiter. Und ich würde sagen, wir lassen es einfach dabei gut sein. Mal ein bisschen anderes Video, kann man vielleicht in Zukunft was draus machen. Late Night nächstes Jahr, Lausitzring auf jeden Fall wieder am Start. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns 2021 hoffentlich auf dem Lausitzring.